Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende war da doch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche beim Vorbelastet mit einem 100%igen Aerodactyl. Ihr seht, das ist vom 2.4. Ich weiß gar nicht, was heute ist. Guckt mal selber nach. Dann seht ihr ungefähr, wie alt die Bilder sind. Das ist immer alles querbeet. Dann ging es weiter bei der Tina aus Schleusingen. Hat mein Kind gerade gefangen. Ein 100%iges Shiny Mogelbaum. Das hätte eigentlich der Schocker der Woche sein müssen, oder? War ja gerade das Event eben mit dieses Tricky Pokémon Event, wo man eben auch Mogelbaum Shiny fangen konnte in der Wildnis. Nicht entwickeln vom Mobile, sondern direkt wild fangen und dann auch noch ein 100%iges, das ist richtig krass. Dann hier beim Robby gab es ein Shiny Praktibalk aus einem Raid, auch am 2.4. in Erfurt. Der da ist, hat uns gezeigt, sein Meisterverteidiger, Level 2000, der hat einfach mal, das sind ja immer Tage, die da angegeben sind, ne? Das sind also 18.354 Tage, 13 Stunden, 5 Minuten und 25 Sekunden hat jemand mehr. Jetzt das neue Feature, ihr habt die neue Übersicht da, da könnt ihr natürlich sehen, wie lange eure Pokémon wo sitzen. Hat jemand mehr als 18.000 Tage, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das müsste eigentlich der Schocker der Woche sein. Dann der Vorbelastet auch mit einem Shiny Glibungel, was meiner Meinung nach sehr fett aussieht einfach. Dieses Pistaziengrün passt einfach richtig genial statt dem Blau. Dieses seichte Grün sieht genial aus, ist einfach mal was anderes als andere. Dann der Extrem, was man nicht so findet beim Aussortieren, ein 100% Ditto am 2.4. auch in Römhild, Thüringen. Die Steff hat sich einen Shiny Griffel gegönnt, war ja auch vermehrt im Event. Bockwurst King wieder mal mit einem 98er, diesmal Aerodactyl. Das ist ja der einzige, von dem ich 98er reinschneide. Der Dennis Weigel hat hier noch ein Shiny Schneebedeck mitgenommen mit 758 WP. Plus ein erlöstes 100%iges Owei, auch am 2.4. in der Nähe von Giengen an der Brenz, Baden-Württemberg. Dann der da ist, meine Tochter gerade aus einem alten Ei geholt, ein Shiny Riolu. Und das ist wirklich eins der seltensten Shinies mit, muss man sagen. Gab es ja nur einmal großartig bei einem Event, dann ist es im Prinzip verschwunden, da die Siebner Eier, aus denen das kam, dann ja ersetzt wurden durch diese Fossil-Pokémon. Jetzt zum Frühlings-Event, was übrigens am 9. anfängt, also am 9. April, also am Donnerstag ist das dann, glaube ich. Wenn heute Mittwoch ist, ja, dann müsste am Donnerstag auf jeden Fall anfangen oder so. Abends, glaube ich, wieder um 10, 22 Uhr. Da gibt es ja auch aus den Geschenken Zweier-Eier und in diesen Zweier-Eiern müsste dann auch die Chance auf Shiny Riolu bestehen, mal wieder. Dann Kippen18 hat uns hier noch ein Shiny Wampel geschickt. Der Night Alex hat einen Shiny Panzer Aeron hier in Hildburghausen, von dem, ich glaube, das ist der erste Post, den ich von dem habe, aber ich glaube, das habe ich in der letzten Sendung schon gesagt, also müsste ja der zweite sein, oder ich hatte nur diesen Gedanken, dass es der erste ist. Dann die Steff weiterhin auch noch einen Shiny Snubbull mitgenommen, Bockwurst King, 100% Dragozzo, ein Shiny Absol hinterher, aus einem Raid? Ich weiß es nicht. Ich tippe mal auf einem Raid. Fischi hat uns gezeigt, das ist doch aber mega süß. Da ging es nämlich um das Togepi. Hier seht ihr das auch in einer ganz normalen Eierpackung. 6 Stück, eins davon ist ein Togepi. Schreibt mal runter, welches. Sind ja nur 6 Möglichkeiten, ob ihr das erkennt. Man kann sagen, selber schuld wegen Pokéball, aber bei 37 WP hat mir auch der Dragonite geschickt. Ist nicht von ihm, hat er von einem Bekannten. Dem ist ein Shiny Glibungel geflüchtet, weil er den Pokéball draufgeworfen hat und dann ist das abgehauen. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich sowas habe, immer eine goldene Beere nehmen und einen gelben Ball. Wenn ich den Meisterball hätte, würde ich den sogar noch hinterher werfen. Also klar kann man sagen, selber schuld, ist auch einfach so. Viele sagen immer, ja Shinies, die können gar nicht fliehen. Das weiß man doch, die bleiben immer drin. Das ist aber nur bei den legendären Raids so.
dass das Shiny beim ersten Ball, den ihr trefft, drin ist, deswegen da immer gelbe Beere. Aber bei wilden Shinies, die können fliehen. Das Bild zeigt euch das Ganze nochmal deutlich. Der geht als Glückstausch rüber vom Tim Johannes, hier auch ein Shiny Praktibald natürlich. Mann! Jetzt habe ich oben immer zu den Nachrichten drin. Wieso habe ich nicht das Internet ausgestellt? Dann vom J-Joe, Aprilscherz, oder gibt's denn wirklich? Das eine N gibt's leider wirklich, was da steht. Eins hätte gereicht, also zwei sind zu viel. Ditto Boss Court war natürlich eine gute Sache, wenn man im April-Event jetzt das Ditto eingeführt hätte als Shiny, da ja so viele Pokémon da waren, die eben Ditto waren, Ditto so vermehrt war. Das wäre doch eine gute Sache gewesen. Ihr fangt ein Pokémon, dann steht da, oh, es verwandelt sich und plötzlich kommt da ein Ditto raus oder eben ein Shiny Ditto. Das wäre doch cool gewesen, hätte man doch so umsetzen können, dass man eben viele Pokémon fängt, immer darauf hofft, dass es ein Ditto ist und erst nach der Verwandlung sieht, ist es Shiny oder nicht. Gab es natürlich nicht, war natürlich wieder nur ein April-Scherz, dass sich einer erlaubt hat, aber so sieht es hier auf jeden Fall aus. Das Shiny Ditto wäre dann also so bläulich. Ah, Corona. Dann Pokefreak Red, noch ein Shiny Praktibalk hinterher. Kenny auch hier mit einem Shiny Klibungel. Dann hat jemand Bilder gepostet von den drei legendären Vögeln. Da haben wir einmal das Arctos. Sieht auf jeden Fall sehr mächtig aus. Wir haben das Zapdos. Ja, die Beine sehen richtig behindert aus, muss ich sagen. Aber ich finde, am krassesten sieht hier wirklich das Lavados aus. Aus dieser extrem schwarze, dunkle Rauch drumherum und dieses feuerrote, lodernde, brennende Lavados, was da rauskommt, das sieht meiner Meinung nach am heftigsten aus. Aber wir wissen ja, Team Gelb ist natürlich das Beste mit dem hässlichsten Stelzenvogel hier auf diesem Bild. Also, das sieht, ich finde wirklich Blau und Rot sieht hier prächtig aus und Gelb, also die Füße, also die Beine im Prinzip, guck dir nicht die Beine an. Bockwurst ging dann hier noch mit einem 100%igen Barschwarf. Ein 98%iges Burmi, ebenfalls vom Bockwurst King, und ein 0% Vollbeat, auch vom Bockwurst King. Robby hier mit einem 100%igen Praktiball. Glückwunsch, auf jeden Fall entwickeln und hochziehen. Frank Behrendt, Shiny Mogelbaum, gegönnt, Erki Hai, also die Heike, Shiny Klibungel mitgenommen, Kotbrot mit einem Shiny Mogelbaum, Bockwurst King, Shiny Mogelbaum. Ihr seht, viele haben da einfach einen abgegriffen. Der Kenny hat dann mal ein, was ist das? Glaziola, genau, sieht man an der Glatze. Glaziola entwickelt, hochgezogen, müsste ein 100%iges sein, hat er gepusht auf 3126, eben auch für Demeteros, der gerade in den 5er Raids ist. Robby hier mit einem 100%igen Wablu, die Steff hat auch so ein ähnliches gehabt, hat sie dann noch hochgepusht für die Superliga, schreibt sie auch hier drunter. Wablu habe ich auch schon weiterentwickelt und ich liebe mein Altaria in der Superliga unvermehr lesen. Steht auf jeden Fall alles dabei. Dragonite auch, Shiny Glibungel, Kenny mit einem kein Shiny, aber mit einem 100er Knocker, 100% Alola Knocker. Jetzt weiß ich, wieso man den nicht mehr sieht, der macht immer heimlich 4er Raids. Devaris hier aus dem Feldforschungsdurchbruch, Shiny Alola Kokowai. Habe ich auch am Montag im Stream meinen ersten Feldforschungsdurchbruch abgeholt. Für diesen Monat gibt es ja jetzt viermal das Alola Kokowai, was eben auch Shiny sein können. Habt ihr schon Shiny Kokowai, Shiny Alola Kokowai aus dem Feldforschungsdurchbruch bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ab dem 9. bei dem Frühlingsevent gibt es ja dann auch das normale Owai und Kokowai als Shiny. Also Owai müsstet ihr dann halt fangen und entwickeln, aber dann seht ihr wenigstens auch mal den Kopf, wenn ihr das auf der Hand habt. Bobserob hier noch mit einem Shiny Schuppet, Dr. Oppenheimer, was man nicht so findet auf dem Weg zur Arbeit, noch ein Shiny Panflam, beim K-Joker auch, wie soll es anders sein, auf Arbeit gefangen, nochmal Shiny Mogelbaum, Dr. Oppenheimer, in Schmalle gibt es ja auch welche, ein Shiny Yorkleff hinterher, Bobserob mit einem Shiny Klibungel, die Steff mit einem 100% Feli-Lu gefangen, kann man mal mitnehmen, war glaube ich sogar heute
in der Spotlight-Stunde, also das Video nehme ich gerade am Dienstagabend auf, da war ja diese Spotlight-Stunde mit Feli Lu, die vermehrt gespawnt sind und gleichzeitig auch doppelte Fang-EP hatten. Das war ja irgendwie so kombiniert, gab es aber nicht als Shiny, weil da einige gefragt hatten auch, irgendwas passt da nicht, sagt der Bockwurst-King. Ein 100% Eboli, das ist doch ein Punkt zu viel, der hat doch sonst immer nur 98er, nimmt man natürlich aber auch gerne mit. Thomas Speck hat mir dann noch einen 100% Tansa geschickt, ein Shiny Mobi, ein Shiny Snowball und ein 100% Demeteros. Das hätte ich auch gern, würde ich dann nämlich hochziehen, ansonsten braucht man das Teil eigentlich nicht. Also ein 96er, 98er, damit könnt ihr eigentlich nichts anfangen, ein 100er für die Sammlung, zieht man aber gerne hoch. Der Hannes hat uns gezeigt, wie ein Turtok in Wirklichkeit aussieht. Da habt ihr nämlich hier eine Schildkröte. Und da hat jemand MacGyver gespielt und der einfach so einen Wasserschlauch, zwei Düsen dran gebastelt, dass wenn die jetzt unterwegs ist, Wasser vor sich, das ist schon Tierquälerei. Macht das nicht nach. Lasst das, die arme Schildkröte. Guckt doch mal, wie traurig sie guckt. Dann haben wir den Tim Johannes, ja noch besser wie ein Homestop, eine Home Arena, scheint er wohl jetzt neu dazu bekommen zu haben, deswegen ist auch noch weiß, wahrscheinlich hat er die gerade entdeckt, hat dann den Screen gemacht, hat ihn dann direkt geschickt, jetzt sitzt er bestimmt drin. Geiles Ding vom Dennis Weigel mit einem Shiny Griffel und einem Shiny Kaumalat, oh mein Gott, bestes wie... Ich weiß nicht, was er da sagen wollte, auf jeden Fall Shiny Kaumalat hinterher. Alex Hoffi, gestern bekommen, 100% erlöstes Lavita. Deswegen, es lohnen sich wirklich die Rocket-Rübel immer mal zu machen nebenbei. Tobias Weigel, auch hier mit einem Shiny Rihorn, 1145 WP, auch gutes Level natürlich. Dragonite zeigt uns nochmal einen Bug, müsste man sagen. Das haben so viele Leute gehabt und auch gepostet, dass sie beim Einloggen dann einfach gesehen haben, sie sind, was weiß ich, wie viel Trilliarden Kilometer gelaufen mit Abenteuer Sing. Stimmt natürlich nicht, hat euch sicherlich nicht im Profil dazu gerechnet. Darkfire Gaming, den haben wir uns ja auch angeschaut im Livestream am Montag. Der wollte ja auch am Dienstag, also heute, sein erstes Pokémon-Video hochladen, was wir vielleicht uns morgen im Livestream am Mittwoch angucken können. Also heute im Livestream, heute Abend, 20 Uhr ist das ja dann. Deswegen hoffe ich, komme in die neue Folge Raid am Mittwoch. PS, bist der Beste. Was hat er uns denn geschickt? Ein Shiny Nidorino mit Partyhut, ein erlöstes Arcani aus Boitzenburg, Elbe, Mecklenburg-Vorpommern. 100% erlöstes Arcani. Auch sehr cool, hat er auch Glück gehabt. Und das ist natürlich auch fett, das hätte sogar ein Schocker der Woche sein können. Ein 100% erlöstes Raikou, also damit kommt man auf jeden Fall rein. Shinies und 100er sind immer gut, ne? Sag ich immer. Dann der Pole Kim hat auch geschrieben, hab ein 0% Voltopal bekommen. Könntest du das in dein nächstes Video packen? Wir gucken, das ist, ihr seht's hier schon, wenn ich das normal so upscreene, habe ich zwar schön das Bild da, aber ich weiß nicht, von wem es ist. Also muss ich im Prinzip das Bild im Gespräch machen, aber bei manchen werden die Bilder dann überhaupt nicht angezeigt. Erst wenn ihr die andrückt, aber wenn ihr sie andrückt, sind sie ja groß ohne Namen. Und so nützt mir das ja nichts, da erkennt man ja nichts. Es steht zwar da, 0 IV Voltoball vom Pole Kim, aber trotzdem, so sieht man es richtig. 0% auch immer sehr cool zum Sammeln. Der Daniel hat ja noch ein 100% Ammonitas bekommen aus dem Ei, ein Shiny Praktibalk hinterher, dann ein Shiny Griffel. Und das aus der Fotobomb, das ganz brutal, er schreibt nämlich auch, das Shiny wird schon auf der Map nach einer Fotobomb gesehen, aber auf dem Foto nicht. Wenn ihr mal hinguckt, der hat ja also eine Fotobomb gemacht, das Shiny Griffel ist gespawnt, er hat schon gesehen, dass es ein Shiny ist, bevor er es angeklickt hat. Es saß als Shiny auf der Map, das gibt es ja sonst überhaupt nicht. Normal seht ihr ja nur, ob es Shiny ist oder nicht, wenn ihr das anklickt im Fangbildschirm. Er konnte es schon Shiny auf der Map sehen. Das ist auch kein Buddy oder so. Ihr seht ja, sein Buddy ist ein Streboli. Ne? Und da sitzt ein Shiny Griffel einfach rum. Dann hat er natürlich noch ein 98%iges Carbador bekommen mit 117 WP. Ihr wisst ja alle, das 100er Carbador hat 117 WP und das 98er hat auch 117. Deswegen ist es immer spannend, was man da bekommt, ein 98er oder ein 100er. Dann der Tim,
Hat sich hier noch ein Shiny Nidoran gegönnt, das weibliche, was auch sehr süß aussieht natürlich. Und noch ein Bild unten drunter, die Lichtelschmerzen. Ihr habt hier nämlich ein Skelabra mit 89% und drei Lichtel mit 84%, 84% und 87%. Da tauscht man schon immer mit Lucky Trade, garantiert, Glücksfreunden und so weiter. Und man kriegt einfach keins über 90%. Aber das kenne ich, das habe ich ihm auch gesagt. Bei mir ist das Ganze im Prinzip mit Riolu so. Da muss ich aber auch mal eine extra Folge drüber machen. Und endlich mal mein erstes Lucario hochziehen, pushen. Ich wollte ja immer eins haben, was mindestens 15 Angriff hat, aus dem Glückstausch heraus. Jedes Mal, wenn ich Glückstausch hatte, habe ich Riolu genommen, habe gesagt, hast du Riolu, reich mal her. Und ich habe so viele Riolu getauscht und bekommen mit Glückstausch, aber alle einfach nur endschlecht, ne? Wisst ihr Bescheid. Das waren jetzt die Highlights aber schon für diese Woche. Wir haben jetzt einfach noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Pokefreak Red. Das Bild ist schon 200 Jahre alt, aber ich kam noch nie dazu, das zu zeigen. Mache ich mal jetzt. Normaler Tausch schreibt er hier ein Krüppuk, ein Lucky Krüppuk mit 100%. Und jeder normale Mensch hat ja eigentlich nur einen Krüppuk. Beziehungsweise es gab ja dann das Halloween darauf. Wieder die Spezialforschung, da konnte man sich ein zweites Krüppuk gönnen. Aber wenn ihr das tauscht, einfach mal so im normalen Tausch, die Wahrscheinlichkeit, dass das Lucky wird, ist schon so gering. Und dann auch noch ein 100er zu kriegen, das ist, Alter, keine Ahnung. Wer hat bitteschön ein 100er Krüppuk? So gut wie niemand. Ich kenne niemanden, der 100er Krüppuk hat. Und erst recht nicht als Glücks-Pokémon. Obwohl in dem Moment wäre mir das egal, ob es jetzt Lucky ist oder nicht Lucky, Unlucky. Hauptsache ein 100er, das wäre auf jeden Fall fett, weil es eben ein richtig seltenes Pokémon ist, was ihr eben nur aus den Spezialforschungen bisher bekommen konntet. Zweimal. Mehr dürfte auch keiner haben, außer er hat es sich getradet von anderen. Aber wer gibt schon freiwillig sein Krüppuk ab, wenn er nur eins hat? Also Grüße gehen raus an Pokefreak Red und das WP 888er Glücks, also Lucky Krüppuk mit 100%. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, wir haben die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und den Joker der Woche. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Rumses.